Hallo, ihr seid hier bei Amelies Rezensionen und heute gibt es mal wieder Neuerscheinungen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie sind das so die Videos, wo ich mir immer so denke, Neuerscheinungen. Ach ja, Vorfreude ist doch immer noch die schönste Freude. Ja, wir fangen dieses Mal tatsächlich an mit den englischen Neuerscheinungen. Das mache ich eigentlich relativ selten. Normalerweise kommt immer so, ne, prioritätenmäßig erst die Deutschen. Aber ich hatte das Gefühl, dass irgendwie die Deutschen noch nicht so alle da sind und ich wollte jetzt noch ein bisschen warten. Ja, wie immer fangen wir an mit den Fortsetzungen. Ich versuche es wirklich schnell zu machen, wie immer. Am Ende wird es eh wieder mega lang, aber egal. Ja, fortsetzungsmäßig erscheint als erstes mal The Bronze Key. Das ist der dritte Band von Holly Black und Cassandra Clares Magisterium-Reihe. Ich finde ja, das Cover sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Basilisk. Ja, die Verbindungen mit Harry Potter sind ja eh immer sehr extrem hier. Und ja, es ist schon ein gewagtes Cover, was das angeht. Ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde. Ich glaube eher nicht. Dann A Torch Against the Night, der zweite Band von Elias und Laia, erscheint, von Savata hier. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das lesen werde. Eventuell dann auf Deutsch. Ich habe ja das deutsche Buch hier stehen und vielleicht lesen wir das ja sogar mit dem Book Circle, mal schauen. Und ich finde irgendwie das englische Cover so ein bisschen blöd. Dann erscheint United, das ist der dritte Band von Alienated. Ich habe den ersten Band ja gelesen. Ich habe den zweiten allerdings noch nicht gelesen und ich weiß auch nicht so ganz, ob ich den lesen möchte, weil die Kurzbeschreibung klingt so ein bisschen blöd. Schade eigentlich, weil ich den ersten gar nicht so schlecht fand. The Kingslayer ist der zweite Band von The Witch Hunter. Das lesen wir, beziehungsweise muss ich jetzt noch lesen, für den Book Circle, fürs nächste Woche dann quasi. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich finde das Cover eigentlich nicht so mega, muss ich ehrlich gestehen. Das nächste Buch werde ich aber auf jeden Fall lesen und das ist Defending Taylor von Myrina Keneally. Ich fand ja den ersten super, den zweiten auch, den vierten fand ich auch sehr gut, den sechsten fand ich auch ganz gut. Das ist jetzt sogar schon der siebte, wow, okay. Und ich bin super froh, weil Defending Taylor passt von der Optik her wieder total zu diesen Büchern, die ich gut fand. Und das sind immer so Liebesromane mit Sport, wobei halt ein paar von denen, die ich nicht mochte, auch nichts mit Sport zu tun hatten. Ja, und hier geht es halt um Fußball, wie man an dem Cover ja unschwer erkennen kann. Harry Potter and the Cursed Child, das ist ein Theaterstück, was jetzt in England uraufgeführt wird bald. Und ja, erzählt die Geschichte von Harrys Sohn, Albus Severus ist das, glaube ich. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob ich es lesen möchte, weil das Theaterstück, dass das jetzt als Buch rauskommt, das heißt A, Joanne K. Rowling hat nicht vor, jemals davon ein Buch zu schreiben. Oder aber B, Joanne K. Rowling hat vor, das als Buch zu schreiben. Und dann finde ich das Herausbringen als Theaterstück, als Buch, eine absolute Geldmacherei. Ich finde halt beide Fälle ziemlich blöd. und ja, eins von beiden muss es ja sein. Leider. Aber ich meine, es ist Harry Potter und ja, dann erscheint noch Summer Shadows von Joss Sterling. Auch das werde ich auf jeden Fall lesen. Das ist der sechste und damit letzte Band, soweit ich weiß, in der Benedicts-Reihe, beziehungsweise der Savant-Reihe. Ich habe ja Angel Dares vor kurzem gelesen und ich mag die Bücher total gerne. Geht es um Seelenverwandte, aber es ist das einzige, so die einzige Reihe, wo ich Seelenverwandtschaft tatsächlich mag. Ich mag einfach Joss Sterlings Schreibstil. Sie ist jemand, der sehr humorvoll das alles gestaltet. Und die auch sehr süße Liebesgeschichten schreiben kann. Und ja, deshalb gefällt mir das alles sehr gut. Dann erscheint noch der zweite Teil von The Midnight Girl, glaube ich, ne? The Shadow Hour. Ich habe den ersten Band immer noch nicht gelesen, deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber das Cover ist eigentlich ganz cool. Ähnlich auch bei Recreated von Colleen Haug. Der erste Band heißt da Reawaken. Das ist ägyptische Mythologie. Ich habe allerdings nicht so wirklich eine Ahnung vom ersten Band. Ähnlich auch bei The Beauty of Darkness. Da weiß ich noch nicht mal mehr, wie der erste Band heißt. Aber es hat so sehr gemischte Kritiken bekommen. Und die Leute, auf deren Meinung ich normalerweise vertraue, die fanden das alle nicht so gut. Deshalb habe ich mich davon bisher halt ferngehalten. Ja, so viel dazu. Jetzt kommt die From Authors We've Read Kategorie. Wir fangen an mit Kirsten White. Kirsten White ist die Autorin von Flames and Roses, hat auch noch ein paar andere Bücher geschrieben, aber bisher ist And I Darken so ein bisschen das, was am meisten, also weiß ich nicht so,
Fanmäßiges bekommen hat. Also ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben es gelesen und gemocht. Im Vergleich jetzt zu den anderen Büchern. Natürlich Supernaturally, also Flames and Roses am meisten. Aber danach halt finde ich And I Darken. Also ich glaube, es ist so ein bisschen Game of Thrones für Jugendliche. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und da geht es eben um ein Geschwisterpärchen. Die beiden werden aus ihrem ursprünglichen Land halt entführt und verschleppt und an den Hof dann gebracht von einer, von diesem anderen Land. Und dort müssen sie sich eben mit den ganzen Adel rumschlagen und versuchen zu überleben irgendwie. Ja, dann gibt es da noch irgendwie den Sohn des Sultans in diesem anderen Land und die Protagonistin, die ja verliebt sich dann so ein bisschen in den, aber gleichzeitig muss sie auch versuchen eben zu überleben und ne, kann auch nicht so leicht vertrauen und sowas alles. Auf der einen Seite denke ich mir, es kann wirklich gut werden. Auf der anderen denke ich mir, es kann auch richtig katastrophal werden. Weil ihr wisst, die Rote Königin mochte ich nicht. Ich mochte hier Selection nicht. Weil ich finde immer, das klingt immer so episch. Wenn ich diese Klappentexte lese, klingt das immer episch. Im Endeffekt ist es dann aber so weichgespülter, Mainstream-Kram. Während Game of Thrones halt, ne, nicht weichgespült ist, ihr wisst, was ich meine. Also ich würde mir wünschen, dass das halt wirklich etwas mehr Hardcore, also etwas brutaler, etwas extremer, mit überraschenderen Wänden ist, als jetzt sowas wie Die Rote Königin. Dann erscheint It Ends With Us, das ist von Colleen Hoover, ein neues Buch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Klappentext gelesen und dachte mir so, dein Ernst? Weil das klingt einfach wie die absolute 0815-Geschichte, die man schon eine Million Mal hat in anderen Büchern. Aber ja, die Klappentexte sind ja nicht immer unbedingt perfekt, spiegeln die ja normalerweise nicht den Inhalt wider. Und ich hoffe, dass das hier eben auch der Fall ist. Hier geht es um eine junge Frau, die sich, die nichts hatte, als sie jung war und sich halt jetzt ein kleines Unternehmen aufgebaut hat und die trifft eben auf einen Neurochirurgen, der natürlich super hot ist und für sie ist das so ein bisschen, oh Halleluja. Allerdings, dieser Chirurg, der hat Bindungsängste und oh, warum hat er diese Bindungsängste? Und ja, und dann gibt es da noch tatsächlich sogar noch ein Liebesdreieck mit ihrer ersten großen Liebe, an den sie jetzt immer wieder denken muss und ja, also es klingt für mich einfach wie der größte Müll. Allerdings, wie gesagt, Klappentexte geben nicht unbedingt immer perfekt das wieder, was sie wiedergeben sollten. Also nicht wie der größte Müll, aber wie dieses 0815 Standardbuch und das hätte ich jetzt von Colleen Hoover nicht unbedingt erwartet, weil ihre Geschichten normalerweise immer was sehr Spezielles haben. Dann erscheint ein Buch, was ich total interessant finde und ich hoffe, dass ich das dann auch lesen werde. Ich sollte mich wirklich zwingen, weil ich will ja ein bisschen mehr andere Sachen lesen. Das klingt nicht nach dem Standardbuch, was ich normalerweise lesen würde, aber es klingt nach einem Buch, was super sein könnte. Und zwar ist das A World Without You von Beth Revis. Da geht es um einen 17-jährigen Jungen, der an einer Psychose leidet. Er glaubt eben, dass er die Fähigkeit hat, durch die Zeit zu reisen. Und wird dann eben auch auf eine Schule für besondere Jugendliche gesteckt. Also er glaubt ja nicht, dass er psychisch krank ist, sondern er glaubt, dass er jetzt auf einer Schule ist für Superhelden. Und da trifft er eben auf ein junges Mädchen, was in Wirklichkeit halt an Depressionen leidet. Und er glaubt eben, dass sie die Fähigkeit hat, sich unsichtbar zu machen. Und die Depressionen dieses Mädchens sind eben so stark, dass sie sich umbringt zu Beginn des Buches. Und er glaubt eben, dass es seine Aufgabe ist, jetzt in die Vergangenheit zu reisen und ihren Tod zu verhindern. Und das klingt einfach so... Das klingt so emotional und... Puh! Ich muss mal schauen, ob ich das lese. Also ich sollte dem wirklich eine Chance geben. Dann erscheint My Lady Jane von Cynthia Hand, Brody Ashton und Jodie Meadows. Also die Autorin von Unearthly, von Das Meer der Seelen und von Ewiglich. Die haben sich zusammengetan und jetzt eine humorvolle, historisch angehauchte Geschichte geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Buch ist oder quasi drei Novellen oder ich habe keine Ahnung.
Die Beschreibungen auf Goodreads sind auch immer so ganz kurz und schwammig. Also es geht anscheinend um Jane. Ja, die soll irgendwie verheiratet werden und dann gibt es noch einen Komplott mit ihrem Bruder. Also so Adel, aber halt auf humorvoll getrimmt. Und ja, ich fand ja Unearthly mega cool. Und also, ne, wenn die Cynthia Hand mal wieder was Humorvolles schreibt, sollte ich das definitiv lesen. Ja, dann erscheint noch The Savage Song von Victoria Schwab. Das ist ja die Autorin von Das Mädchen, das Geschichten fängt und, also The Archived und Vicious. Und auch A Darker Shade of Magic. Und ja, jetzt ist es eben ihr neues Buch, ist auch der Beginn von einer Reihe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, da geht es anscheinend um eine Stadt, die geteilt ist in Monster und Menschen. Der Protagonist und die Protagonistin sind im Prinzip das jeweils andere, wollen aber das jeweils andere sein. Also er ist irgendwie ein Monster, will aber eigentlich lieber Mensch sein und sie ist irgendwie Mensch, will aber Monster sein, irgendwie sowas. Die treffen dann aufeinander und dann müssen die irgendwie fliehen und ja. Und er hat eben die Fähigkeit, durch Musik Leuten die Seele zu rauben. Klingt ganz cool, ich muss allerdings sagen, ich glaube, ich habe nach Vicious wirklich mit Victoria Schwab abgeschlossen. Ich werde die Archive noch lesen und wenn mir das dann gefallen sollte, dann gebe ich vielleicht nochmal einem ihrer Bücher eine Chance. Aber Vicious war für mich einfach so... Ich glaube einfach, dass man an dem Buch gut merkt, ob Victoria Schwab was für einen ist oder nicht. Das war halt nicht schlecht, aber es war halt einfach nicht meins. Ich glaube halt wirklich, dass das ein Problem ist, was ich in allen Büchern mit der Autorin haben werde. Ja, und dann erscheint noch P.S. I Like You von Kacey West, ein neuer Liebesroman von der Autorin. Darin geht es um ein junges Mädchen und die kritzelt eben eines Tages irgendwie was auf ihr Pult und am nächsten Tag sieht sie halt, dass jemand ihr geantwortet hat. Und so schreiben die dann immer jeden Tag so Nachrichten hin und her. Sie erfährt dann, dass das ein Junge ist und mit ihrer besten Freundin gemeinsam versucht sie eben herauszufinden, wer in ihrer Schule eben dieser ominöse Typ ist. Klingt wirklich sehr cool und ja, ich möchte das gerne lesen. Also ich werde es auf jeden Fall lesen. Dann zu New Stars on the Horizon, also quasi Debütromanen, zumindest Autoren, von denen ich bis jetzt noch nichts gelesen habe und auch noch nichts gehört habe. Zum einen erscheint Never Ever. Das ist eine Neuerzählung von Peter Pan, die halt in unserer Welt spielt, also 17-jähriges Mädchen. Ihr Bruder soll in den Knast kommen und dann kommt auf einmal da dieser Peter Pan-Typ. Ich glaube, der heißt anders, aber ist ja auch egal. Und der nimmt sie eben mit nach Neverland und ja, da sind die nur alle 17. Also der Peter Pan ist quasi 17, für immer 17. Und keine Kinder halt mehr. Klingt ganz cool, allerdings arbeite ich auch an einer Geschichte, die mit Peter Pan ist und ich glaube nicht, dass ich das dann lesen werde. Ich hasse das nämlich, wenn man sich irgendwie irgendwas liest und das ist dann so ähnlich und man denkt sich so... Dann erscheint Ivory and Bone von Julie Ashmore. Bei dem Cover weiß ich immer nicht so ganz, ob ich das gut finde oder richtig hässlich. Manchmal gucke ich es an und denke mir so, oh, ist wunderschön und dann gucke ich es mir an und denke mir so... Nee, also nachdem ich die Kurzbeschreibung gelesen habe, wollte ich es auch nicht mehr lesen, muss ich ehrlich sagen. Weil es so ein bisschen steinzeitmäßig angehaucht ist. Also es geht um männlicher Protagonist. Und da kommt dann eben eine junge Frau mit ihrer Familie dann auch dahin, wo er halt lebt. Und dann kommt aber noch so irgendein anderer Typ aus ihrer Vergangenheit und bedroht die irgendwie. Und ja, klingt ziemlich lame, muss ich ehrlich sagen. Aber könnte auch gut sein, man weiß es ja nie. Ja, und dann noch zwei Bücher, die auch richtig cool klingen und ich auf jeden Fall lesen möchte. Beides Contemporary-Romane und beides so, wo ich mir so denke, oh Gott, ich will es haben. Einmal The Season von, oh Gott, immer dieses, so klein alles. Jonan Lisa Dyer und Stephen Dyer. Da geht es um ein junges Mädchen, was halt Fußballerin ist an ihrer Schule und mit Kleidern und so einem ganzen Gedöns hat sie jetzt nicht so am Hut. Und ihre Mutter ist allerdings eine von diesen Southern Belles und die meldet sie dann eben als Debütantin an. Das ist ja dieses, wo die dann auch so, ne, da müssen die ja auf irgendeinem so Ball dann irgendwie die Treppe runterschreiten, besonders elegant. Und lernen da ja irgendwie so Fähigkeiten, total bescheuert, aber amerikanische Tradition tatsächlich, gerade in den Südstaaten eben. Die Protagonistin ist nicht so begeistert, aber sie versucht das Beste draus zu machen. Dann gibt es da noch eine Liebesgeschichte und ja, klingt sehr, sehr süß und will ich da auf jeden Fall lesen. Und dann ist da noch All the Fields von Danica Stone und das muss ich auf jeden Fall lesen. Da geht es nämlich um so ein Fangirl und zwar ist sie Fan von Star Vale, also von den Star Vale Filmen. Ganz besonders von dem Charakter Matt Spartan
Und es ist so, dass dieser Charakter im letzten Film stirbt. Und die Protagonistin, die aufs College mittlerweile geht, ist total vor den Kopf gestoßen und denkt sich, was, wie konnten die nur? Und lässt dann eben eine Petition starten und versucht, dieses ganze Fandom zu vereinen, damit die dafür kämpfen, dass dieser Charakter zurückgeholt wird. Und dann gehen die auch noch auf irgendeine Convention, DragonCon heißt das dann, glaube ich, irgendwie. Und klingt so cool und sie hat dann auch noch so einen besten Freund und ja, ich meine, man weiß eigentlich schon vorher, wie das Ganze laufen wird. Aber ich lese das trotzdem total gerne. Also möglichst fluffig, möglichst viel Humor und das reicht mir eigentlich schon. Es muss dann tatsächlich bei Liebesromanen nicht unvorhersehbar sein, weil ich finde, solche Liebesromane sind auch nicht dafür da, um irgendwie überraschende Wendungen hervorzuzaubern oder irgendwie mega spannend zu sein, dass man da sitzt so, oh mein Gott, was wird wohl als nächstes passieren? Sondern diese Liebesromane sind einfach dafür da, dass man da sitzt und sich so denkt, oh, das ist so süß. Ja, das ist zumindest das, was ich in Liebesromanen suche. Es muss auch nicht unbedingt so super originell sein. Ja, also klingt auf jeden Fall super interessant und ich möchte es auf jeden Fall auch lesen. Das war's auch schon mit den englischen Neuerscheinungen. Es sind etwas weniger als sonst, aber ich habe auch versucht, mich ein bisschen kürzer zu also dieses Ganze ein bisschen einzuschränken, weil es immer sehr, sehr viel ist und auch sehr, sehr viel Arbeit, je mehr Bücher ich mache, desto mehr Arbeit ist es auch. Ihr bekommt allerdings dafür mehr deutsche Neuerscheinungen als sonst, weil mir das sehr schwer gefallen ist, mich da irgendwie zu beschränken. Es wird wahrscheinlich dann zwei Videos geben, eins mit halt so Liebesromanen, gerade weil im Sommer sehr, sehr, sehr viel in diese Richtung rauskommt. Und eben eins mit den normalen Büchern, also Fantasy, Dystopie, Krams. Das war's. Ich würde mich sehr dafür interessieren, was ihr so denkt. Wie sieht's aus mit Harry Potter and the Cursed Child? Lest ihr es? Lest ihr es nicht? Ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Aber wahrscheinlich, wenn, dann auf Englisch, weil ich halt auch wirklich meine anderen Bücher alle auf Deutsch, weil ich halt wirklich die deutschen Bücher habe und weil das irgendwie so, ja, das Deutsche ist halt so mein Ursprung bei Harry Potter. So viel dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und goodbye!